Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Politik-Tycoons mit der Partei der Beobachter. Und ich nutze die Zeit intensiv, indem ich hier lade. Und wow, das Projekt kommt an 2 Tagen hintereinander. Woran liegt das? Ich habe Lust drauf auf dieses Projekt. Und die SPD gewinnt in Bremen. Das ist nicht möglich. Stattdessen werde ich jetzt hier die Folge... Ich habe ja ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr zum Analysieren nutzen. Ich würde mal sagen, SPD, Grüne, DZP, Linke, geht das? SPD, Grüne, Union, Linke, naja, ich hätte die hier jetzt gesagt, aber die hat wohl weniger Schnittmengen. SPD, Grüne, Union, V hoch 3 geht auch. Gerd Kuckel. Ja, Kuckel, den hatten wir schon mal irgendwo. Den habe ich schon mal gelesen. Mann, Let's Play. Oh ja, man kommt schon mal durcheinander. Ja, aber ich meine, das wäre hier gewesen. NRW soll die Unionspartei zwar gewinnen, aber doch deutlich verlieren. Die SPD soll aber immer noch Platz 4 schaffen. Einwohnerreichsten Bundesland ist das dann schon ein Armutszeugnis für eine noch so starke Partei. Ach, war klar, dass irgendwie hatte ich es im Gefühl, dass die FDP gewinnt. Na, was gibt das wohl? Ich war Hamas. Subvention gesenkt. Ihr könnt jetzt auch mal was Soziales machen. Ihr habt einen Haushaltsplus von 200 Millionen oder sowas. Oder Milliarden sogar. Da könnt ihr auch mal was Soziales machen. Millionen wäre ja quasi nichts in Deutschland. Ich meine Milliarden. Vertut man sich schon mal. Was? Nicht Bahamas? Naja, ist halt immer noch die AfD eine gewisse Hemmschwelle. Aber das? Union und Linke? In Sachsen vielleicht, in Sachsen. Müssen die vielleicht bald. Noch sieht's nicht so aus, aber man wird schon sehen. Sachsen-Anhalt, das Zentrum steigt auf, das Zentrum steigt auf. Ich sag's euch, das Zentrum, das wird irgendwann hier stehen. Das ist die größte Partei, die von Anfang an, also die am Anfang nicht im Parlament saß. Selbst die Linke ist kleiner. Ja, die Linke ist so ein bisschen am Abkacken. Lust auf Staffel 2 von den Linken, wobei ich noch einige andere Parteien plane. Natürlich erstmal hier alle Parteien einmal durchspielen, das wäre dann noch die V-Partei. Vielleicht wird auf jeden Fall einmal die MLPD spielen, habe ich mir überlegt, aber das wird noch dauern. Und ich hatte noch vor, die Partei zu spielen, das wurde sich nämlich von irgendwem mal vor Ewigkeiten gewünscht, vor 1, 2 Wochen oder so. Kann man bestimmt auch gut machen, einmal kurz die V-Partei rausschmeißen. Da habe ich keine Hemmschwelle. Partei ist nicht so wichtig. Kann ich ruhig rausschmeißen und dann durch die Partei ersetzen, weil die ja doch auf Bundesebene eine deutlich größere Rolle spielt als die V-Partei. MacPom gewinnt natürlich die AfD. Die Linke verliert 7%, ja immer noch zweitstärkste. Zwar nicht mehr stärkste, aber zweitstärkste. Ja, aber es sieht so aus, als würde die Linke regieren. Das ist, ne? AfD, Linke, Grüne, MLPD. Kommt doch eine AfD-Regierung mit Frau Weidel. Hihi, Philipp, mal wieder. Berlin. Abgeordnetenhauswahlen. Ja, das Zentrum kommt natürlich rein. Wie sieht es jetzt eigentlich mit Parlamentsvertretung aus? Union überall und Grün überall. Die SPD ist in einem raus. Ich glaube, Bayern müsste das dann wahrscheinlich sein, genau wie die AfD. Die NPD ist in einem nicht. Linke und Zentrum in 2 nicht. Freie Demokraten in 3 nicht. V-Partei in 7 nicht. MLPD in 13 nicht. Und Freie Wähler in 14 nicht. Ach, das gibt ihr erhöhen. Ich habe euch schon gesagt, ihr könnt auch mal sozial werden. Ich unterstütze euren Kurs sonst immer sehr gerne, aber danke schön. Wenn ihr so viel Geld habt, könnt ihr auch mal was für den Bürger machen. Immerhin gab es jetzt ein paar Leute, die auf meinen Appell gehört haben. Immerhin ein paar. Berlin. Ja, die Grünen natürlich, aber doch deutlich verloren. Die Grünen sind ja immer noch hier. Ne? Unter den Top 4. Und wer in den Top 4, unter den Top 4 im Bundestag ist, es gehört zu den stärksten Parteien. Das heißt, die SPD gehört nicht mehr dazu. Auch der Herr Kretschmann wurde nach
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren haben wir noch Spaß daran. Mit 66 Jahren. Noch lange nicht. 66 ist noch lange nicht, das irgendwie so. Ne, jetzt habe ich den letzten Teil habe ich irgendwie ein bisschen verkackt. Naja. Anscheinend darf man das ja noch nicht singen, weil, abgelehnt. Muss ich aber wieder einbringen. 66 ist super. Kann man hier Udo Jürgens singen? Das hört sich dann an mit 72 Jahren. Da fängt das Leben an. Das hört sich auch nicht schön an. Doch. Das hört sich doch auch nicht so schön an, oder? Den letzten Satz habe ich etwas ziemlich noch mehr genuschelt als normal. So ungefähr. Das Zentrum ist das erste Mal eingezogen in Rheinland-Pfalz. Juhu. Sieg, heil. Was? Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Ich sage nichts Falsches, ist wirklich das erste Mal? Ja, das ist wirklich das erste Mal. Sieht richtig schön, ja, auch im Bundestag sieht man das richtig schön. Bum, bum, bum. Die AfD, bum, 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 bum. Alle anderen Kleinparteien so hoch. SPD schön abgestürzt, wie es sich gehört. SPD, Union, Grüne, V-Partei. Nein, das ist echt. Union, AfD, FDP, NPD. Das ist die Rechtskoalition, die Extrem-Rechtskoalition. Ah, extrem in Klammern natürlich. In Niedersachsen wird die SPD doch noch eventuell ein paar Erfolge feiern. Ja, super GAU mal wieder. Das wird die Regierung nochmal zerpflücken. Ich glaube, der Union hilft das dann hier erst recht nicht zum Fallsieg. Da hat die SPD bestimmt nochmal von profitiert. Ja. Seit Ewigkeiten sehe ich mal, wie das die SPD dazu gewonnen hat. Und die Freien Wähler auf Bundesebene denken sich auch so. Auch vielleicht sehen wir halt beim nächsten Mal nicht mehr im Bundestag einer. Passt schon. Also alle Koalitionen sind mit SPD und Grüne. Das ist ja schon mal etwas. In der Grüne V-Partei auch drei. Linke, der Herr Gabriel in Niedersachsen. Naja. Etwas degradiert. Gut, das Verteidigungsbudget immerhin gibt ihr überhaupt für irgendwas Geld aus. Ist auch scheißegal für was, da könnt ihr es auch in Verteidigung investieren. Ihr könnt auch 200 Milliarden in Verteidigung investieren. Hauptsache ihr spart nicht mehr so viel. Müssen ja bald schon schuldenfrei sein, das gehört sich ja nicht. Wir nehmen Zinsen ein, wir haben Staatsguthaben. Ja? Das muss man erst mal sagen, das ist ja klappt bei mir, kein Mensch. Schleswig-Holstein? Ja, vielleicht schaffen es die Freien Wähler noch zu gewinnen in Schleswig-Holstein. Dann hätten die endlich mal einen dauerhaften Wahlerfolg und nicht so. Oh, wir dümpeln so ein bisschen. Nee, sieht aber nicht so aus, schade. Ich würde denen das mal gönnen. Zentrum ist auch drin, dafür die MLPD nicht. Das Zentrum entwickelt sich wieder mal zu einer größeren Partei. Ich habe gesagt, wir sollten mal was Soziales machen. Das ist nicht sozial, das ist asozial. Sehr asozial. Nicht. Na gut. 13-Jährige, kommt, geht in den Knast. Juckt uns doch nicht. Mit 13er wisst ihr schon, was ihr tut. Meiner Meinung nach sollte man die Strafmündigkeit übrigens auf 18 hochsetzen. Persönliche Meinung, aber. Und vorher eben nur einfache Strafen wie Sozialarbeit und sowas, dass dann aber keine Einträge gibt, selbstmordlich. Selbstmordlich, ja, da, ich glaube, wenn man unter 18 jemanden umbringt, dann wird man eher zum Psychotherapeuten als ins Gefängnis. Und nicht nur wegen dem Trauma, sondern auch, warum man das gemacht hat. Hauptsächlich deswegen. Bayernwahlen. Die Freien Wähler, vielleicht schaffen sie da absolute. Na, obwohl bei der Hürde hier. Wobei, da sind viele Parteien nicht drin. Nein, selbst jetzt schaffen sie es nicht. Ah, oh Gott. Freie Wähler, ihr enttäuscht mich. Und natürlich die obligatorischen Bundestagswahlen. Freie Wähler und Deutsche Zentrumspartei. Paul-Peter zu Auerberg. Also meine Bundestagsprognose dürfte etwa dieselbe wie beim letzten Mal sein. Ich würde sagen, Union und Grüne, FDP und AfD sollten weiterhin vorne sein. Die AfD auf Platz 1 vielleicht. Das sind dunkle Zeiten für Deutschland, dunkle Zeiten. Nein! Zentrum! Minus 4%! Oh, seid ihr einmal in der Regierung? Ihr schafft das noch, ihr schafft das noch. Vor allem, wenn die SPD jetzt einmal abkackt. Die MLPD wird auch einziehen, Linke, ja. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die SPD, die ist zwar ein bisschen stärker geworden, aber die ist garantiert nicht die stärkste Kraft bundesweit. Garantiert nicht.
Könnte man jetzt ausrechnen, in allen Parlamenten zusammen und so weiter, aber in den letzten Parlamentswahlen. Hier in Niedersachsen hatten sie Erfolge, aber ansonsten. Bayern war ja auch ziemlich bescheiden, sage ich jetzt mal. Da sind die, glaube ich, ich weiß gar nicht, sind die da eingezogen? Wahrscheinlich nicht. Bayern ziehen ja irgendwie nie ein. Ich frage mich wirklich bei der nächsten Bayernwahl, ob da nicht die SPD bangen muss, ob die überhaupt doch einziehen. Nur die MLPD zieht nicht ein. Das arme Zentrum. Ach, es wird keine Neuwahlen geben, dafür steht die Regierung so ziemlich fest. Ah, gibt doch noch mehr Möglichkeiten als gedacht. Grüne, SPD, AfD, MP. Die einzigen Bekannten sind Finanzministerin Katrin Göring-Eckardt, Verteidigungsminister Björn Höcke, wird vom Führer zum, vom Kanzler zum Verteidigungsminister degradiert und Gesundheitsminister Heiko Maas. Interessant. Sind ja hier diese ganzen generischen Typen, aber langsam dürften die Alten auch mal wieder aufploppen. Umfrage Landtagswahl in Hessen. Grüne, ja, Umfrage, ja, das sind die Umfragen, sind nicht die Wahlen, sind die Umfragen. NPD in Hessen hat wohl neues Stammland gefunden. Nö, das Zentrum fliegt raus, schade. Das Zentrum hatte auch schon mal bessere Zeiten, ne? Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie ihren Schwung mitnehmen und dann irgendwann mal in Richtung zweitstärkste Kraft, drittstärkste Kraft vielleicht bundesweit gehen, aber so, schwächste Kraft im Parlament, zweitschwächste Kraft insgesamt. Ja, ne? Wo die MLPD hat den Einzug nicht geschafft, das ist das, meine ich ja eigentlich. Nichts anderes, außer dass es die MLPD nicht geschafft hat. Wobei, mein Landtagsmann, haben die jetzt auch nicht so die Riesenerfolge geleistet. Ich bedanke mich jedenfalls, ja, da zum Beispiel, jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Oder wie Herr Newstime sagen würde, einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Habt euch wohl, euer Herr Gerni. Da 4, genau, und ciao.